Ich finde es immer wieder geil, wie man durch diese Wände alles plötzlich heller sieht, ne? Mhm. Echt genial, wenn man so guckt und so guckt. Das ist so eigentlich. Schlafen? Eigentlich müssten wir überall so Wände hinbauen. Warte, ich speichere wieder. Speicher Sau zwischendurch. Ja. Gut, das solltest du nämlich. Weil ich glaube, du musst deinen Charakter jedes Mal selber speichern. Glaube ich auch. Ach, guck mal, mir ist sogar nicht kalt. Weil hier ist ein Baum gewachsen. Ich mach auch noch mal was zu essen drauf. Hab ich denn noch was? Nee, ich hab nicht. Da war gerade was, oder? Ja. Ich hab jetzt zwei Sachen drauf gemacht. Kannst du eine wegnehmen? Oh, du bist ein Schnuckelchen. Warte. Ich sehe ja gerade, das eine Fleisch ist hier verdorben. Aber wie gesagt, unten ist auch noch was. Warte, ich gehe unten essen, da kannst du das Kaninchen leisten. Ich hätte auch unten essen. Naja, egal. Für mich das Kaninchen. Hier ist aber auch noch was zu essen. Ich bin satt. Kannst ruhig essen. Okay. Krieg ich da was und dann kannst weitergehen mit bauen. Nam 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 nam, Regenwasser. Nam nam nam, mit Urzeitkrebsen. Ja, die schwimmen doch immer in der Regenwassertonne. Ja, ja. Sind das nicht von diesen Fröschen, diese ganzen, Keine Ahnung. Wie heißt denn das? Meine Ausdauer ist besser. Als? Zu Beginn. Okay. Hm. Oh, das nervt mich jetzt schon. Was denn? Dass man immer hochlaufen kann. Muss hochspringen einfach, dann kannst du das aussetzen. Auch hier? Mhm. Muss unter diesen gelben Hammer sein und hochspringen, dann kannst du das setzen. Ach so, ja. Und auch nicht. Geht's nicht? Nein, das hier hinten ist es zu hoch. Okay. Naja, war ein Versuch wert. So. Boah, wir müssen immer weiterlaufen, ne? Ich würde sagen, ich fäll jetzt erstmal ein paar Bäume einfach. Hm. Ich würde sagen, wir rüsten uns ein bisschen aus und dann holen wir uns ja die Kettensäge. Ja, aber das sollen ja die Leute in die Kommentare schreiben, wo man die findet. Da wir ja, beide ja sehr Google-faul sind. Naja, man könnte ja eigentlich googeln, aber das Problem ist, die Höhle dann zu finden. Hm. Weil die werden wahrscheinlich den Namen von der Höhle also quasi nennen. Auf Google. Und dann können wir suchen, wo diese Höhle ist. Ich höre ein Flugzeug. Ich nicht. Und wieder keine Ausdauer. Ich sehe auch ein Flugzeug. Direkt über mir. Hier oben am Himmel Richtung den Heiligenbaum fliegt es. Ich glaube, den kannst nur du sehen. Ich sehe es nicht. Ich höre auch nichts. Ich mache daraus ein Thumbnail, dass es gleich am Anfang vom Video gleich gesehen wird. Das kannst du machen. Jetzt ist es Ja. Ja, hier kommen wir wirklich nicht dran. Ach. Halten wie ein Dachdecker. Wir halten eigentlich Dachdecker-Dinge. Keine Ahnung. Schräg? Flach? Gibt beides. Schräg und Flachdach. Hm. Ich glaube, das sagt man so, weil der Dachdecker einfach alles anpasst, oder?
Stimmt, der Dachdecker richtet das Dach nach dem, was die Maurer gemauert haben. Genau, und er muss das ja alles quasi, er kann zwar vorher planen, aber er muss ja dann trotzdem, nicht spontan, aber er muss ja trotzdem nochmal ein bisschen anpassen. Was passiert, wenn man einem Maurer sagt, er kann es halten wie ein Dachdecker? Dann passt das den Boden an, keine Ahnung. Aber der Maurer ist ja kein Dachdecker. Ist ja auch keiner. Sagst du ja auch andauernd. Ja. Kannst Oder der Maurer wird zum Dachdecker. Die Treppe ist auch schief. Also passt alles ganz gut. Die Treppe ist schief? Treppe ist schief. Kommt man nicht mehr gut hoch, oder was? Doch, doch, aber die ist schief. Ja, die ist schief. Hier, die Stufen, die ist schief. Ach, die Stufen sind schief, krumm und schief. Ja, das kann ich ja nicht ändern. Es liegt ja nicht lass meiner doch, Hand. Lass doch mal die Tür zu, sonst kommen hier die Bugs rein. Ja, dann bauen wir das Ding hier Box. Fertig und kommen hier nicht mehr rein. Na, dann siehst du mal, wie sicher das ist. Super. Aber wir sollten ja schon wenigstens reinkommen. Ach so. Dann hätte ich es anders gebaut. Wenn wir da auch noch reinkommen sollen. Ich habe mir was überlegt, so eine Art Kannibalenstall zu bauen. Einen Zaun. Unterm Haus müssen wir einfach alle dahin locken. Ja, und dann schnell zubauen. Genau. Ob das klappt? Keine Ahnung. Wenn es groß genug ist, könnte es klappen. Das Kannibalengehege. Wir könnten ein Mutantengehege bauen. Vielleicht können wir sie ja dann umerziehen. Zu was? Zu Mutantenfresser und kein kein Menschenfresser mehr, oder was? Dass sie für unsere Zwecke arbeiten. An Ketten legen, Bäume fällen. Das wäre ein Versuch wert. Aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Das wäre. So wie bei The Walking Dead. Gibt es ja auch diese Michonne, oder wie es da heißt. Die den Zombies die Arme abschneidet. Gerissen hat und den Kiefer rausgerissen hat, damit sie nicht beißen können. Genau. Ja, die hat's drauf, so ich sag's dir. Aber ich habe die neuen Staffeln gar nicht mehr geguckt. Die letzte Staffel war die 7. Die du geguckt hast? Ich habe sie geguckt, aber ganz ehrlich, ich gucke sie jetzt nur noch, weil ich sie zu Ende gucken will. Ah, ich glaube, also, da guckst du ewig bei Walking Dead. Macht keinen Spaß mehr. Ja, und das ist Quälerei. Wir hätten die Serie mit der 7., mit der 8. Staffel würdevoll zu Ende bringen sollen. Denke ich mir. Ja. Ich berausche mich ein wenig. Aha. Ich habe Pilze gegessen. Pilze. So, gleich habe ich noch ein bisschen Holz, was ich rübertragen kann. Ja, ich habe eben auch erstmal ein paar Bäumchen gefällt. Ja, ist aber nervig dann, ne? Baumfäden rübertragen, Baumfäden rübertragen. Ja. So geht's schneller. Vor allem brauchen wir nur noch 27. Geil. Nur noch. Nur noch. Wenn man überlegt, wie viele da jetzt schon drin sind. Ups, hängen geblieben. Du bist hängen geblieben. Am Haus. Achso. Hauptsache, der Typ kann mit einer Hand sein Feuerzeug halten und mit der anderen Hand zwei Baumstämme. Ja, aber dann, wenn man ein bisschen rennt, ist seine Ausdauer dahin. Echt.
Das ist Realismus pur. Das ist voll real. Na gut, er hat auf der einen Seite Kraft und auf der anderen Seite wenig Ausdauer. Aber weißt du, was ich Oh, ich machen muss extra würde? hochlaufen. Was denn? Eine Folge nur, wo wir nur durch, oder zwei Folgen, wo wir nur Höhlen erkunden. Also so eine Aufnahmesession dann quasi. Können wir machen, aber ich glaube, wenn wir so 5-6 Stunden am Stück spielen, dann haben wir alle Höhlen durch. Könnte passieren. Dann halt ein, zwei Folgen nur Höhlen, wo wir uns ein bisschen Ausstattung Oh, hier sind wieder welche. holen. Ja, komm. Geht woanders spielen. Immer diese Kinder. Eure Eltern sind Geschwister. Oh, das fand er ja nicht so toll. Ja, geht woanders hin spielen. Die sind alle drei zu mir. Alle drei? Ich sehe nur zwei. Einer leidet hier an Asthma. Oder an Leidenschaft. Ich weiß es nicht. Meine Pfeile aufsammeln. Hast du die anderen zwei auch? Einen habe ich noch gekillt, ja. Okay, der andere ist wahrscheinlich weggelaufen. Ja, der wird seinen Stamm benachrichtigen jetzt. Dann SMS. Kommen die. Ja, dann kommen die mit noch mehr an. Ach so, also kommen. Wenn die Vorderseite hier fertig ist, dann kommen die eigentlich auch nicht mehr rein. Also an uns kommen sie so oder so nicht mehr dran. Was habt ihr davon? Die wollen es aber auch nicht anders, ne? Die betteln richtig drum. Die haben eine komische Art, um Schläge anzubetteln. Ja. Aber das ist cool hier unten mit dem Lagerraum. Ja, das war so ein bisschen ungeplant, aber das sieht cool aus. Mit dem Kellergeschoss, das ist schon cool. Ja. Alter, der Wind gerade wieder. Ja, das ist manchmal so laut, dass man nichts anderes mehr hört, ne? Oh! Okay, da springe ich jetzt nicht mal runter. Also, ich springe durch die Tür. Brauchst du Knochen oder sowas? Ich habe zwei Knochenrüstung, kannst du erstmal nehmen, wenn du willst. Okay. Brauchst du nicht nötig, deine Knochen zu nehmen. Ey, Alter! Beleidigst du mich? Schon dein Gesicht. Hau dir meine Knochen gleich um die Ohren, ey. Was denn? Komm her, komm. Bist du überhaupt kein Ehrenmann? Ich habe jetzt zwei Ehrenmann. Dieses Wort, ey. Ich kann das Wort nicht hören. Das ist für mich kein Wort. Warum? Na, jetzt ist unser Feuer kaputt. Ich habe ich ein Feuer kaputt gemacht. Ach so. Ah. Kann ich die Baumstämme hier nicht hochschmeißen und du kannst sie mal abnehmen? Warte mal. Wenn das wirklich realistisch wäre. Hier kann man es doch auflassen und einen Kran hochbauen. Ja. Ich guck mal, ob das geht. Das wäre geil, oder? Was wolltest du sagen, wenn das wirklich realistisch? Könntest du es hochwerfen? Wenn es wirklich realistisch wäre, könnten wir die Baumstämme gar nicht tragen, glaube ich. So Riesendinger. Wo war der? Ach, da ist der Kran. Kann man den irgendwie falsch rumsetzen? Ich weiß nicht. Wir könnten auch hier unseren Pavillon hinsetzen. Das können wir auch machen. Wir können gucken. Also wir können ja mal gucken, wenn wir den Kran nicht setzen können. Also der ist irgendwie schief, nämlich ein bisschen. Ach du Scheiße, ich komme hoch. Ich kann es von hier unten gar nicht richtig steuern. Okay. Ja, das dann Haus muss. Soll ja sowieso höher werden, oder? Ja. Nicht wundern, Ist ich das habe eine jetzt? Decke gemacht. Ach so.
Gerade sagen, was ist das jetzt? Das hat plötzlich dahingesetzt. Aber ich finde, das geht so, weil man kann hier nicht mehr runterfallen in der Ecke. Da musst Hier du auch aber nicht mehr. diese Tür wegmachen. Ach so. Ja, was hältst du davon? Ich weiß zwar nicht, wie der Kran funktioniert, Nö, aber das werden wir aber wahrscheinlich. wenn wir später diese Baumstämme hochtragen müssen, dann können wir zwei, drei Wagen hier voll machen und die einfach hochfahren. Ja, aber dann können wir den Kran erst bauen, wenn wir den Boden hier oben fertig gemacht haben, dass der auch das Stockwerk oben noch erreicht. Warum? Weil der kommt doch jetzt nur bis hier hin. Ja, aber der Kran, den kann man nicht höher bauen. Das ist der höchste. Ach, der ist fertig so, oder was? Ja, also du kannst gerne nochmal versuchen, das zu setzen, aber das ist das höchste, wie man es bauen kann. Echt? Ich habe noch nie einen Kran gebaut, ich weiß das nicht. Ja, ich auch nicht. Ich sehe es jetzt, also ich sehe es jetzt zum ersten Mal wirklich so am Haus. Ich guck mal außerhalb vom Haus. Okay, das ist eine Stufe. Okay. Hauptsache, die eine Seite ist so tief und die andere Seite extrem hoch, ne? Ich find's cool. Es hat was. Ja, aber nur diese eine Etage, meinst du, das ist was? Wir könnten theoretisch, ich habe eine Idee, guck Dann mal, bräuchten wir kommst den du mal ins Kran Haus? nicht, oder? Kommst du mal ins Haus? Ich habe eine Idee. Guckst du? In dein Haus Unser Haus. haben wir das nicht zusammen mit unseren eigenen Händen schwerst aufgebaut und Blut dafür vergossen? Ja. Dachte, die Schäden wären aus. Bei mir sind sie aus. Hey, bei mir sind sie auch aus. Ist aus. Zerstörung von Gebäude erlauben. Ist aus. Ja. Hey, konnte ich das jetzt kaputt machen? Ich weiß das nicht. Aber die Idee ist gut. Können wir nur wieder Wände bauen. Ja, aber ich glaube, die Wand können wir gerade auch gar nicht hinsetzen. Mehr. Den muss ich den Kran wegmachen, etwas weiter reinmachen. Oder wir könnten den mittig reinmachen, dann können wir von allen Fenstern rausgucken. Warte, ich mache erstmal hier. Tut Da mir leid, brauchen wir das war nur. nicht geplant. Alles gut. Ich würde sagen, Du Eigenheimzerstörer. ja, ich habe keine Ahnung, aber wie ist das passiert? Ich dachte, die Schäden wären aus. Ja. Ja, was hältst du Vor hiervon? allem nur mit Irgendwas? diesem Plan, mit dieser Blaupause hier. Ja, ich habe ja nichts hingesetzt. Und was bringt Ich dies? werde. Ja, Ja? doch. Da könnten wir es wenigstens in diese Etage bringen und dann hoch. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir es hier mitten reinmachen, dann können wir drumherum noch rausgucken. Weil wenn ich es hier im baue, dann kommen wir hier Der wahrscheinlich nicht mehr geht so gut aber hin. auch bis unten hin. Nee, der geht nicht bis unten hin. Der schwebt dann unten. Das sieht scheiße aus. Warte. Ja. Das stimmt, schön ist es nicht. Aber selten. Ich würde sagen, wir bauen erstmal normal das Haus und dann können wir noch entscheiden, ob wir den Kran reinsetzen oder nicht. Ja, aber Obwohl. dann müssen wir wegen dem Dach nochmal aufpassen, weil wenn wir das Dach jetzt bauen, dann können wir es nicht mehr setzen. Mach's nochmal weg. Ja, oh, warte, du hast die Wand nicht umgebaut. Ach, die lassen wir zu. Wir haben doch hier ein Fenster. Ach, das ging noch. Okay. Ja, ging noch. Okay. Ah, lass uns erstmal die Wände wieder zusammenbauen. Ja. Ja, das war nicht mit Absicht. Das ist irgendwie leicht frustrierend immer. Aber ich Ja, habe es ja auch schon gebracht. Ich habe ein. aber da hatten wir gespeichert. Das stimmt. Oh, meine Ausdauer ist übelst im Arsch.
kann später mal gucken, ob wir den Kran irgendwie etwas höher setzen können, dass er da nicht unten im Boden sitzt. Ich würde den auch von außen dran machen, dass wir von außen halt die Materialien unten reinlegen können und dann... Ja, ich dachte jetzt, wenn wir eine außen haben, eine innen haben, dann können wir von dem äußeren nach innen fahren und den da nochmal hochtransportieren, weil der geht ja nur eine gewisse Höhe. Deswegen. Und auf der anderen Seite macht er keinen Sinn, weil da können die Kannibalen dann auch reinspringen, wenn wir die Mauer da weglassen. Stimmt. Deswegen. Da würde ich aber erstmal hier unseren Balkon und alles, ich weiß nicht, mit dem Kran. Ich würde gerne mal einen bauen, weil ich halt, keine Ahnung, ich habe noch nie einen gesehen. Ich auch nicht. Oder wir bauen von hier außen irgendwo einen dran, in die zweite Etage oben. Und in der zweiten Etage bauen wir dann auch wieder einen Kran. Dann nach oben. Und nicht von der Etage jetzt an. Weißt du, wie ich es meine? Nicht ganz. Also das Erdgeschoss hier bei uns, also die, ne? Ja. Da führt kein Kran hin, weil hier haben wir ja die Treppe. Ja. Hier können wir es ja reintragen noch. Ja, aber hier kommen wir mit dem Dings nicht mehr hier rein. Mit dem Wagen. Mit dem Holzwagen. Aber ey, hier unten, ey. Ja, da müssten wir stimmen. Wir müssten den Boden wegschneiden. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, das Ding da hinzubauen, dass er uns gleich die ganze Plattform abreißt. Ja, da habe ich auch Schiss vor. Also ich würde lieber vorher erstmal speichern. Ja. Das können wir ja mal zwischen den Folgen ausprobieren. Ja. Zwischen den Folgen ist schön. Wir machen ja keinen Dings mehr. Keine ja. Pausen mehr. Ja. Bevor wir die nächste Aufnahmesession starten oder so. Ja, können wir machen. Na? Ja. Ich baue mal was zur nächtlichen Erholung. Ja. Ja, ich finde, die Tage vergehen echt schnell. Wenn du 4 Stickies hast, komm her. Die habe ich. Sofort, ich hole nur noch meine Baumstämme, die ich noch gefällt hatte. Alter, wir haben eine Mondfinsternis.